Hallo und willkommen auf dem YouTube-Kanal Make Astronomie, der Sternenhimmel im September 2021. Das ist das Thema hier in diesem Video. Welche Sternbilder sind zu sehen? Wo stehen die Planeten? Was sind die schönsten Himmelsobjekte, die man mit dem Fernglas und mit dem Teleskop am Abendhimmel sehen kann? Ich habe hier was in der Hand, das habe ich konstruiert und mit dem 3D-Drucker ausgedruckt. Wofür man das verwenden kann, findet ihr in einem Video auf meinem YouTube-Kanal. Durchstöbert doch mal den Kanal und erfahrt mehr hierzu. Nun wünsche ich euch viel Freude beim Anschauen vom Sternenhimmel im September 2021. Für die Präsentation verwende ich die kostenlose Software Stellarium. In der Videobeschreibung werde ich einen Link setzen, wo ihr auch an diese Software rankommen könnt. Bei Stellarium habe ich folgenden Ort angegeben, den nenne ich mitten in Deutschland. Er hat 50 Grad nördliche Breite und 10 Grad östliche Länge. Die Zeiten sind mitteleuropäische Sommerzeit und ich fange jetzt mit dem Sonnenlauf an. Anfang des Monats befindet sich die Sonne noch im Sternbild Löwen. Sie zieht weiter Richtung Sternbild Jungfrau, dass sie dann auch am 16. September erreichen wird und sie verbleibt auch bis zum Ende des Monats im Sternbild Jungfrau. Was ich hier vielleicht gesehen habe, ist der Planet Mars. Er befindet sich von der Erde aus gesehen ja fast hinter der Sonne und ist deshalb auch diesen Monat nicht beobachtbar. Sehen wir uns an, wie die Abend- und Dämmerungszeiten im September sind. Wir haben am Anfang September, am 1. September, einen Sonnenuntergang um 20.03 Uhr. Die hellsten Sterne und Sternbilder kann man um 21.18 Uhr beobachten. Ab 22.02 Uhr ist es dann wirklich dunkel. Und man kann den Sternenhimmel in seiner ganzen Pracht sehen. Mitte September am 22. haben wir die Tag- und Nachtgleiche. Das bedeutet, Tag und Nacht sind gleich lang. Ab diesem Tag wird es dann auch so sein, dass die Nächte länger dauern wie die Tage. Das freut uns Amateurastronomen natürlich, weil wir dadurch auch mehr Beobachtungszeit haben. Ende September geht die Sonne bereits um 19 Uhr unter. Die hellsten Sterne und Sternbilder sind um 20.09 Uhr zu erkennen. Und schön dunkel ist es um 20.48 Uhr. Nun zum Mondlauf. Anfang September haben wir den abnehmenden Mond. Am 7. September ist Neumond, dort nimmt er wieder zu. So in dem Zeitraum vom 2. bis 12. September, da kann man sehr schön dunkle Objekte am Himmel aufsuchen. Da stört das Mondlicht nicht so sehr. Deep Sky Objekte, die Milchstraße lässt sich da schön fotografieren, während es ab dem 11. 12. September dann wieder so ausschaut, dass der Mond zunimmt. Er ist abends, so in den Abendstunden sichtbar. Da ist besonders reizvoll an seiner Tag-Nacht-Grenze, dem Terminator, mit dem Teleskop die Krater zu beobachten. Das geht bis zum 21. Da haben wir Vollmond. Danach nimmt er den Rest des Monats ab und ist am Morgenhimmel zu sehen. Nun zum Sternenhimmel. Als Datum habe ich den 16. September eingestellt um 19 Uhr. Es ist also hier kurz vor Sonnenuntergang
im Westen. Ich möchte hier in der Zeit etwas vorgehen. Dann kann man kurz nach Sonnenuntergang hier die Venus erkennen, die auch immer früher untergeht. Sie ist sehr nah am Horizont, so um 20 Uhr rum. Da schaue ich mir gerade mal an, wie hoch die Venus hier steht. Dazu blende ich auch mal den Untergrund aus. Wir haben hier eine Höhe von ca. 6 Grad. Man kann die Venus mit dem Teleskop beobachten. Sie wird sehr verschwommen sein und man kann auch keine Details hier an der Oberfläche erkennen. Was man erkennen kann, ist, dass die Venus ähnlich wie der Mond eine Phase hat, was natürlich auch noch recht ungünstig ist, wenn ein Planet so tief am Horizont ist. Das ist die Refraktion, also die Lichtbrechung durch die Atmosphäre. Gehen wir weiter in die Abendstunden hinein, bis die Sterne schön sichtbar werden. Dann können wir so um 21 Uhr circa noch den Bärenhüter sehen. Ich gehe weiter vor in die Nacht, so bis ungefähr 22:30 Uhr, wenn es richtig schön dunkel ist. Und da ist Bärenhüter und auch mit seinem Arcturus hier fast schon untergegangen am Horizont. Und wir sehen uns vom Westen her an, was der Abendhimmel zu bieten hat. Links über dem Bärenhüter haben wir die nördliche Krone, gefolgt vom Herkules. Im Herkules ist natürlich der Kugelsternhaufen M13 das Schmuckstück. Bei M13, dem Kugelsternhaufen, den kann man schon erkennen mit bloßem Auge bei einem klaren Himmel mit wenig Lichtverschmutzung und auch ohne Störquellen. Gut, gehen wir weiter von Westen Richtung Südwesten. Da haben wir die Schlange und der Schlangenträger, die sich auch bald vom Abendhimmel verabschieden werden und untergehen. Ebenso das Sternbild Schütze. Blickt man Richtung Schützen, sieht man quasi in Richtung unserer Heimatgalaxie, der Milchstraße, ins Zentrum der Heimatgalaxie. Um das ein bisschen besser herauszuheben, schalte ich mal die Atmosphäre ab. Um den 16. rum, da haben wir ja einen zunehmenden Mond. Da wird es mit der Beobachtung und mit dem Fotografieren der Milchstraße hier etwas schwer werden. Aber da habe ich ja bereits erwähnt, dass Anfang des Monats hier bessere Möglichkeiten sind. Gehen wir mal über den Schützen zum Schild. Da haben wir den Wildentenhaufen. Das ist auch ein sehr tolles Objekt für Fernglas und Teleskope mit geringeren Vergrößerungen. Das Schöne ist, dass der Wildentenhaufen so einige besonders helle Sterne im Vordergrund hat. Gehen wir weiter vom Schild Richtung Adler. Dann kommen wir auch zum Sommerdreieck. Das Sommerdreieck bildet sich aus den Sternen Altair im Adler, Deneb im Schwan und Vega in der Leier. Es ist ein sehr sternenreiches Gebiet hier in der Milchstraße. Es macht unheimlich Spaß, da mit dem Fernglas einfach mal einen Blick hier hinzuwerfen und die Vielzahl der Sterne dort zu sehen.
in diesem Bereich zu genießen und natürlich auch die drei besonderen Objekte, auf die ich immer verweise. Gerade beim Pfeil, wenn man da ein bisschen rechts daneben mit einem Fernglas hinschaut, dann kann man hier den Kleiderbügelhaufen entdecken. Das sind die Sterne zufällig in dieser Konstellation am Himmel zu sehen. Es ist kein Sternhaufen, wo die Sterne zusammenstehen, sondern sie sind sehr weit voneinander entfernt. Bloß aus der Perspektive, aus unserer Perspektive von der Erde, da sieht diese Konstellation eben wie ein Kleiderbügel aus. Beim Pfeil ist auch noch der Hantelnebel ein sehr tolles Objekt. Wenn man hier von der Spitze des Pfeils ungefähr im rechten Winkel in diese Richtung geht, da kann man ihn entdecken mit dem Fernglas, mit einem kleinen Teleskop. M27 sieht natürlich nicht so bunt aus, da das menschliche Auge in der Nacht mehr auf Helligkeit reagiert wie auf Farbe. Sehen wir praktisch schwarz-weiß, ja, oder in Graustufen, sage ich jetzt mal. So schöne Farbaufnahmen kann man dann fotografisch erstellen. Weiter haben wir hier noch in der Leier, in dem Parallelogramm, bei den unteren beiden Sternen auch ein Objekt, das man sehr leicht finden kann. Zwischen diesen beiden Sternen befindet sich der Ringnebel M57. Das ist ein Sternenrest, den man auch beobachten kann. Es sieht aus wie ein kleines hingehauchtes O. Sollte man also bei einer klaren Nacht auch ins Visier nehmen. Gehen wir beim Sternenhimmel weiter. Im Unteradler geht der Steinbock, ist der Steinbock aufgegangen, Wassermann und weiter im Osten haben wir das Sternbild Fische. Und am 16.09. bietet sich dort im Steinbock ein besonders schöner Anblick. Zum einen haben wir den zunehmenden Mond. Etwas links darüber haben wir den Saturn, den Herrn der Ringe. Seine Ringe lassen sich in einem Fernglas schon erkennen. Auch in einem kleinen Teleskop sind sie schön zu beobachten. Auch einige seiner Monde kann man im Teleskop erkennen. Vorneweg Titan. Und was auch interessant ist, diese Trennung zwischen den Ringen, diese kassinische Trennung, lässt sich auch schon mit kleineren Teleskopen beobachten. Bei diesem Anblick am 16. September gehen wir noch mal ein Stückchen weiter Richtung Osten. Da haben wir nämlich Jupiter. Er hatte ja letzten Monat seine Oppositionsstellung. Das bedeutet, Jupiter und die Sonne standen sich genau gegenüber und somit war der Jupiter die ganze Nacht zu beobachten. Und das Besondere am Jupiter sind natürlich seine vier galileischen Monde, Callisto, Io, Ganymed und Europa, auch schon im Fernglas und im Teleskop zu erkennen, und natürlich auch die Wolkenbänder. Den roten Fleck, den habe ich jetzt in der letzten Zeit nicht beobachten können, ist sehr schwer, weil der Farbkontrast nicht sehr hoch ist zwischen dem Wolkenband und dem roten Fleck. Ja, der Kontrast ist nicht mehr so intensiv, wie er früher mal war. Das schwankt ein bisschen, ja, aber auch ohne den roten Fleck direkt beobachten zu können, ist Jupiter natürlich ein tolles Objekt, das man sich auch anschauen sollte. Gehen wir weiter Richtung Südosten. Hier haben wir das Sternbild Wassermann und die Fische. Weiter über den Fischen haben wir
das Sternbild Pegasus. Das stellt ein Pferd dar. Hier ist der Kopf, hier der Körper und da vorne sind seine Läufe. Ich kann das hier gerade mal einblenden. So hat man sich das in der Antike ungefähr vorgestellt bei den Sternbildern. Gehört natürlich etwas Fantasie dazu, wenn man tatsächlich nachts in den Sternenhimmel blickt und dann sieht man nur diese einzelnen Punkte. Beim Pegasus haben wir hier dieses Viereck. Das wird auch Herbstviereck genannt. Der Herbst kündigt sich hier also an. Und auch hier im Pegasus gibt es noch einen Sternhaufen, auf den ich hinweisen möchte. Man geht einfach entlang dieser Achse, dieser beiden Sterne, etwas hier nach oben und dann kommt man auch auf einen sehr schönen Kugelsternhaufen. Das ist der Pegasushaufen M15, wo auch ein tolles Objekt ist für Fernglas und kleinere Teleskope. Bei größeren Teleskopen, so ab 15, 20 cm Durchmesser, kann man auch hier schon einzelne Sterne sehen. Highlight beim Pegasus ist das anschließende Sternbild Andromeda. Hier haben wir die Andromeda-Galaxie. Man kann sie hier mit bloßem Auge, also auf dem Land bei einem dunklen Himmel, kann man sie schon mit bloßem Auge erkennen. M31, unsere Nachbargalaxie. M31 und ihre beiden Begleitgalaxien M32 und natürlich auch M110. Im Teleskop kann man deutlich ausmachen, ja, M110 und die Andromeda-Galaxie. Ein bisschen Erfahrung braucht es, wenn man M32 da sehen möchte. Auch ein tolles Objekt ist unterhalb der Andromeda, des Sternbilds Andromeda im Sternbild Dreieck, die Dreiecksgalaxie. Ich gehe mal hier drauf, die ist ein bisschen lichtschwächer wie Andromeda und ja, man braucht wirklich einen dunklen Nachthimmel, dass man hier einzelne Strukturen erkennen kann und ist auch ein tolles Objekt, sollte man sich auch anschauen. Blicken wir weiter Richtung Osten. Da ist der Perseus aufgegangen. Die Cassiopeia steigt auch immer höher. Auch wieder ein Fernglasobjekt. Haben wir hier zwei offene Sternhaufen H und G Persei, wo man anschauen kann. Und ja, letzten Monat gab es ja die Perseiden, die ihren Radianten scheinbar hier aus dem Sternbild Perseus hatten. Auch im September gibt es einige Sternschnuppen zu beobachten, allerdings nicht in der Häufigkeit, wie man sie von den Perseiden kennen. Gehen wir weiter Richtung Nordosten, Norden, ja, da haben wir das unscheinbare Sternbild Giraffe und wir kommen zum Sternbild Kleiner Bär. Mit dem Polarstern, um den Polarstern, da scheinen sich die Sterne ja drumherum zu drehen. Das kommt natürlich dadurch zustande, dass sich die Erde unter dem Sternenhimmel wegdreht. Das markante Sternbild Großer Bär oder auch Großer Wagen hängt abends dann tief am Horizont im Norden. Man kann den großen Bär als Aufsuchhilfe für den Polarstern nehmen. Einfach von den hinteren beiden Sternen diesen Abstand um das Fünffache verlängern und dann kommt man zum kleinen Bären. Zwischen großer Bär und kleiner Bär windet sich das Sternbild Drache hindurch und dann sind wir auch schon wieder im Nordwesten beim Bärenhüter, wo am Untergehen ist. So viel kurz zum Sternenhimmel im September im Jahr 2021. Ich
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eine Bitte habe ich noch an euch. Seid doch so gut, abonniert diesen Kanal. Das hilft mir weiter und mein Kanal wird dadurch auch bekannter und andere finden ihn auch. Ich wünsche euch allzeit Clear Sky und macht's gut. Tschüss.